Ich begrüße euch zu unserer Adventure Tour Tweed London und freuen uns, dass alle jetzt an Bord sind. Also es gab eine Reise, die mir natürlich sehr in Erinnerung geblieben ist, als die Big Band nach London gefahren ist. Das war furchtbar spannend für mich als Mitorganisatorin. Also das Ganze drumherum war schon schön. Die Anreise war ein Erlebnis. Ich fand das toll, dass mein Bruder, der Musiklehrer in London ist, uns praktisch ein Ansprechpartner sein konnte. Und wir durften in seiner Oberschule vor den Schülern und Schülerinnen spielen. Und da war eine Stimmung auch in dem Raum. Die Tage, die wir dort auch mal gemeinsam verbracht haben als Band. Und halt dann der Auftritt in dem Club in London, das war schon also ein tolles Event, fand ich. Dietrich konnte irgendwie die Reise nicht wahrnehmen. Und Eisi hatte mich 2 Wochen vorher gefragt, kannst du einspringen und hier 20 Songs bitte, wir sehen uns in 2 Wochen in London. Ein Event fällt mir ein, da waren wir in London zur Konzertreise und da habe ich persönlich abends in das U-Bahn-Drehkreuz nicht den U-Bahn-Chip gesteckt, sondern mein Hotelzimmertür-Chip. Und ja, das ging eine ganze Weile dann noch in den Abend hinein, bis wir da einen Techniker hatten, der aus dem U-Bahn-Drehkreuz in London dann mein Hotelchip wieder rausgenommen hatte. Das war eine witzige Nummer. Tatsächlich fand ich das ziemlich lustig. Er hatte dann gesagt, er organisiert einen Auftrittsort für uns und ja, in so einem Vereinsclub und da kann er auch das gut günstig für uns kriegen und was weiß ich. Und als wir dann alle reinkamen, weiß ich noch, dass es wirklich ziemlich klein war, das Ganze, und ziemlich all. Und die Bühne absolut mini, aber wir haben uns irgendwie raufgequetscht und die Stimmung war fantastisch. Ja, überhaupt natürlich mit der Band ein paar Tage unterwegs sein, hat echt Spaß gemacht.